Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem neuen Video zu Gran Turismo Sport. Heute gab es das neue Update 1.4.0 und zwar damit das planmäßige Content Update für Ende Juni. Und wir schauen gleich mal rein, es gibt nämlich gute und schlechte Nachrichten dazu. Zunächst, es gibt 5 neue Fahrzeuge, die schauen wir uns gleich mal an. Es gibt eine neue Strecke mit verschiedenen Varianten und zwar die Sardegna-Strecke. Die es jetzt eben auch in Asphalt-Variante gibt. Die gab es vorher schon als Rallye-Variante. Es gibt neue Veranstaltungen, unter anderem mit dem brandneuen Red Bull X2019. Die Streckenerfahrung in Goodwood gibt es. Und dann noch ein paar Fotolocations. Und ihr merkt es vielleicht schon, es fehlt was. Ja, es gibt noch keine Regenrennen. Die sind scheinbar noch nicht dabei. Vielleicht nächsten Monat. Es war ja auch tatsächlich fraglich, ob die tatsächlich schon reinkommen. Regenrennen wurden ja schon kurz gezeigt bei der Gran Turismo World Tour am Nürburgring. Und viele Leute haben schon vermutet, dass die die Regenrennen jetzt auch im Spiel sind. Aber sind sie leider noch nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen da gedulden. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal den neuen Inhalt an. Wir beginnen in Amerika. Bei den Autoherstellern, denn es gibt zum einen mal etwas Neues von Chevrolet. Nämlich einen klassischen Chevrolet Camaro Z28 von 1969. N300 Klasse, kostet 100.000 Credits. Ja, ein klassisches Muscle Car, mit dem man hier ein bisschen die Runden drehen kann. Das ist eigentlich schon aus den Staaten. Es geht weiter in Europa. Da gibt es von Renault etwas sehr Interessantes. Auch eigentlich ein Fanliebling. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass das ein Fanliebling ist. Nämlich der Clio V6 24V von 2000. Das auch deswegen was Interessantes, eben die dicke Sportversion des Kleinwagens, des Clios. Und das Interessante an dem Fahrzeug ist, dass der Mittelmotor hat und einen Heckantrieb. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt so interessant, dass ich den gleich kaufe, weil er ist auch relativ günstig mit 70.000. Ist zwar nur die N200-Klasse, aber den lege ich mir gleich mal zu. Den schauen wir uns gleich auf der Strecke an. Danach geht es weiter nach Japan. Zunächst mal zu Toyota. Da haben wir zunächst mal den Toyota Tundra TRD Pro von 2019. Das aktuelle Pickup-Truck von Toyota. Da weiß ich jetzt auch nicht, warum man den unbedingt braucht, aber naja, weil Pickup-Trucks beim Racing haben eigentlich wenig verloren. Aber naja, zumindest ist es jetzt mal eine Alternative zum Ford Raptor. N400-Klasse das Ganze. Und wie ich zumindest finde, fast interessanter ist der Toyota Sports 800 von 1965. Auch ein klassischer Toyota-Sportwagen. Kostet 60.000, das ist ja fast geschenkt, den nehmen wir auch noch mit. Und als letztes und fünftes im Bunde gibt es einen neuen Red Bull Boliden, den man auch schon bei der Gran Turismo World Tour kurz gesehen hat, und zwar im Finalrennen. Wir haben jetzt zur Erklärung, wir haben ja hier in GT Sport schon den Red Bull X2014 Junior, den X2014 Standard und jetzt haben wir noch den X2019 Competition. Und das ist quasi jetzt die stärkste Variante des Red Bull, die es bisher gegeben hat. Es ist aber allerdings kein Fan-Car, das heißt, er hat kein Gebläse am Heck. Aber nichtsdestotrotz ist das der wohl stärkste Wagen. Kostet satte 3 Millionen. Ist natürlich Gruppe X, weil der passt sonst nirgends rein. Ja, und was soll ich sagen? Für euch kaufe ich den jetzt einfach mal, obwohl er jetzt wirklich brutal teuer ist. Aber es hilft nichts. Ich will ja auch sehen, wie der sich fährt. Also,
Her damit! Dann geht's zum neuen Kurs, nämlich Sardegna. Und der Name sollte euch bekannt vorkommen, denn diesen Kurs gab es bereits in mehreren Rallye-Varianten, und zwar Sardegna Windmühlen, vorwärts und rückwärts befahrbar. Die gab es bisher schon. Und was jetzt eben neu dazu kommt, ist die Strecke A, vorwärts und rückwärts, die Strecke B, vorwärts und rückwärts, und die Strecke C, vorwärts und rückwärts. Also insgesamt 8 Varianten haben wir dann, beziehungsweise, ja, 8 Varianten, 2 davon Rallye und 6 davon Asphalt. Also, wir fangen gleich mal an mit der Strecke A, würde ich sagen. Die es ja auch zu den üblichen Tageszeiten gibt, sage ich mal. Okay, wir befinden uns im Renault Clio, den ich mir gerade gekauft habe, auf dem neuen Sardegna-Kurs. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz das Auto an, bevor wir jetzt hier losfahren. Relativ unspektakuläres Cockpit, typischer Kleinwagen aus den 2000ern einfach. Es sieht einfach aus wie ein Clio, nur eben mit breiten Backen. Ja, also eben eine schöne Sportversion. Ich bin jetzt gespannt, wie der sich fährt. Gucken wir gleich mal. Ich fahre heute übrigens ganz überraschend mit dem Thrustmaster TGT-Lenkrad. Also heute habe ich mal kurz mein Fanatec beiseite gelegt. Einfach auch, um mich einzustimmen auf die Gran Turismo World Tour, bei der ich ja letztes Wochenende war. Da gibt es übrigens auch ein schönes Vlog hier auf dem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Aber jetzt mal zurück zur Strecke. Die wurde ja auch unter anderem dort gefahren. Was mir schon mal gefällt, ist der Hintergrund. Also es ist eine schöne, schöne Kulisse. Manchmal, wir schalten das mal raus, die Außenansicht. Schöne Bergkulisse hier hinten. Wir haben schöne Windmühlen. Ja, die Windmühlen kennen wir ja schon von der Rallye-Strecke. So, Startziel gerade. Es geht gleich ein bisschen hügelig hier den Berg hoch. Da, wo man relativ spät erst die Kurve sieht. Ja, und gleich eine sehr enge Kurve im zweiten Gang. Und gleich eine Rechtsschwung und nochmal leichten Linksschwung. Das ist aber alles, denke ich, Vollgas. Dann kommt gleich noch eine Links-Rechts-Kombination. Das ist auch fies, das ist nämlich eine ziemlich enge Rechtskurve, sehe ich gerade so. So, okay. Auch sehr schön, hier fährt man direkt Richtung Kirchturm. Hier auch ganz schlecht zu sehen, diese Kurve. Also weder den Scheitelpunkt sieht man, noch den Kurvenausgang ziemlich lange. Die muss man wirklich lernen. So, es geht hier ein bisschen leicht den Berg runter. Hier kann man schön Vollgas geben, vielleicht auch ein bisschen Windschattenduelle haben, aber auch fies, es ist nämlich nicht eine Gerade, sondern es ist leicht kurvig. So, dann kommt nochmal die, ich glaube, das ist die engste Stelle hier auf dem Kurs. Genau. Beim Stoppschild, passenderweise. Und dann mit ein paar Links-Rechts-Schwüngen kommen hier wir wieder Richtung Zielgerade. Ich fahre jetzt den Kurs übrigens auch zum allerersten Mal. Ich habe den vorher, bin ich noch nie gefahren. Ich habe absolut keinen Schimmer, was ich hier tue. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Zielkurve. Ja. Und ich merke schon, der Clio, klar, typisch Heckantrieb. Das Heck merkt man leicht, wenn man rumzieht in der Kurve. Das meldet sich schon ein bisschen an, dass es ein bisschen ausbrechen will vielleicht. Aber noch alles gut. Also er fährt sich relativ, eigentlich ansonsten relativ neutral. Jetzt fahren wir noch mal eine Runde. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen, eine halbwegs schöne Runde hinkriegen. Gucken wir mal. Das
sehr schön, wie nah man hier an diesen Windmühlen vorbei, an diesen Windrädern vorbeifährt. Bei der Kurve bin ich noch komplett unsicher. Die sieht nämlich weit aus, die ist aber dann plötzlich eng. Und danach kommt eine noch viel engere rechts. Okay, das ist für mich jetzt wirklich die fieseste Stelle mal hier im Kurs. So, dann haben wir die langgezogene Linkskurve gleich, wo wir nicht sehen, wo wir reinfahren müssen. Vor allen Dingen hier geht es auch in den Schatten rein. Und plötzlich ist sie zu Ende, die Kurve, ja. Was mir wirklich gut gefällt, ist wirklich die Streckenumgebung. Also da hat man endlich mal was zu gucken. Anders jetzt als bei dem letzten Realkurs, eben Goodwood beispielsweise, der auch originalgetreu drin ist, aber da ist ja die Streckenumgebung ja quasi nichts. Ja? Bisschen ein paar Bäumchen oder so. So, jetzt aufpassen. Das ist jetzt mal die engste Stelle hier im Kurs. Stopp beim Stoppschild. Das Heck kommt leicht. So, jetzt muss ich ja aufpassen, hier kommt dann auch so ein fieser Knick. Ja, den man schon mit ein bisschen Tempo durchfahren kann, aber nicht so richtig. So, und dann sind wir schon gleich wieder an der Startziel. Nach dieser Linkskurve. Und hier ist schon wieder das Heck. Und dann, ja, haben wir noch. Sind wir eigentlich schon auf Startziel? Da ist noch eine leichte Biegung nach rechts. Wobei wir das, je nach Wagenklasse, können wir die auch voll nehmen. Aber da bin ich mir noch gar nicht sicher. So, das ist jetzt mal zur Sardinia-Strecke A, die Strecke A-Variante. Und es geht weiter im Toyota Sports 800, den ich mir auch vorhin ja gekauft habe. Ein, ja, sehr klassischer Oldtimer. Im, ja, sehr klassischen Design mit runden Lichtern. Find ich aber allerdings, sieht eigentlich relativ lustig aus, ist auch ein unglaublich kompakter Wagen. Und ja, er ist auch noch ein Rechtslenker, also sprich japanische Version hier, die wir hier haben. Ich denke, das Cockpit ist, die Cockpit-Sicht ist so lustig, ich glaube, wir fahren einfach in der Cockpit-Perspektive. Wir befinden uns jetzt auf der B-Variante, auf der Strecke B in Sardinia. Da gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Ich bin mir da überhaupt noch nicht sicher. Ich lasse jetzt die Rückwärtsvarianten weg übrigens, das kann ich euch gleich sagen. Wir machen jetzt nur diese drei neuen Streckenvarianten A, B und C und zwar vorwärts. So, und ich merke schon, ja, der Wagen, der hat erheblich weniger PS. Der zieht nicht so richtig wie jetzt gerade der Clio. So, wir sind jetzt auf Startziel. Die ist, soweit ich das sehe, identisch zur Strecke A gerade. Allerdings fahren wir hier dann eben eine andere Gegengerade oder ein anderes Infield, nennen wir es mal so. So, wir brauchen ja ganz schön lang, um auf der Geraden hier entlang zu heizen mit 120 km/h. So, dann kommt es gleich der Buckel, der bekannte, und wir sind jetzt dann gleich in der ersten Linkskurve drin. Da weiß ich gar nicht, wo ich da bremsen muss mit dem Teil. Aber gut, ach, der fährt relativ gemütlich, alles gut. So, hier, das ist immer noch identisch zur Strecke gerade eben. Nur das ist jetzt hier neu. Hier, der Abzweig, hier links rüber, das ist jetzt neu. Sonst wären wir hier geradeaus weitergefahren. Aber jetzt fahren wir hier innen rein. Und wir kommen in ein ziemliches Kurvengeschlängel gleich rein. Und ich weiß überhaupt nicht, welchen Gang ich hier brauche. Absolut, ich habe absolut keinen Schimmer. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir erstmal eine ziemlich lange Kehre. Eine Rechtskehre. Und es ist extrem bergauf, bergab. Das ist eine ganz schöne Berg- und Talfahrt hier. Hier geht es jetzt schön den Berg runter. Das ist schön, da kann man richtig schön Schwung holen. Vor allen Dingen mit dem Wagen ist das wichtig. So, hier können wir Vollgas durchheizen. Und dann kommen wir zum nächsten Rechtsknick. Und schön der Sonne entgegen.
durch die Windräder. Oh, was für einen schönen Schatten die hier geben. Das ist echt nett gemacht. Der Wagen kommt hier fast nicht hoch. Wir fahren hier echt steil bergauf gerade. Da muss ich gar nicht vom Gas gehen. Ich muss eher. Ich bleibe auf Vollgas, weil der Wagen einfach das nicht packt sonst. Das ist zumindest schön, muss man sich keinen Bremspunkt merken, zumindest bei dem Wagen. Ich gebe hier einfach nur Vollgas, um hier überhaupt den Berg hochzukommen. Und jetzt nach diesen ganzen Linkskurven kommen wir jetzt gleich wieder auf die Zielgerade. Oh, da muss ich gar nicht so sportlich fahren. Ja, und dann sind wir schon auf der Zielgeraden, ja. Und das ist eben wieder, wie gesagt, identisch zur A-Variante. Ja, also ich muss sagen, es ist schön gemütlich mit dem zu fahren. Was ich auch sehr lustig finde an dem Wagen, ist der Rückspiegel. Also zum einen der runde Rückspiegel rechts, den man vorne vor sich sieht, aber natürlich vor allen Dingen der mittlere Rückspiegel, der eigentlich nicht oben montiert ist am Auto, sondern eben unten. Eigentlich wie das eben so manche Oldtimer so haben. Finde ich ein lustiges Detail. Was ich jetzt noch schade finde natürlich, ist, dass die Scheibenwischer hier noch nicht so richtig funktionieren, denn wir haben ja noch kein Regenrennen hier. Schade eigentlich. Das hätte ich noch gern gesehen. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Was mir sehr gut gefällt an dem Toyota, der liegt extrem neutral in den Kurven. Das ist echt schön. Also für einen Oldtimer relativ unüblich, weil die sind ja normalerweise ganz schöne Zicken. Also ich untersteuern, übersteuern, alles auf einmal. Aber der ist super neutral in den Kurven. Er ist nur komplett untermotorisiert, das merkt man. Er ist jetzt geht er erst ab, nachdem es hier bergab geht. Jetzt geht er erst, ja. Also so richtig Schwung holt er nur, wenn es bergab geht. Da kann man ihn runterrollen lassen quasi. Und jetzt brauchen wir allen Schwung der Welt, weil das Ding hier fast nicht hochkommt. Hier dritter Gang, da versäuft er mir fast. Oh, komm schon, komm schon. Ansonsten ein sympathisches Auto. Das werde ich mir auf jeden Fall für den Fotomodus mal vormerken. Also Rennen gewinnt man mit dem, glaube ich, nicht. So, und dann sind wir schon wieder auf das Ziel geraten. Und das war die B-Strecke von Sardinia. Okay, und jetzt haben wir die fieseste Kiste seit langem hier am Start. Nämlich den Red Bull X2019 Competition. So. Das ist natürlich an sich, man sieht es ja eigentlich schon im Cockpit, was für ein futuristisches Gerät das ist. Ist ja auch kein reales Auto, ist ein fiktives Auto. Wir schauen uns den mal von außen an. Er hat natürlich die typische Silhouette eines Red Bull-Wagens. Die kennt man. Auch die Scheinwerfer, die Spoiler, der Flügel hinten und so weiter. Cockpit eigentlich auch relativ ähnlich, sage ich mal, so zu den anderen Varianten. Auch mit virtuellen Rückspiegeln. Ganganzeige, Drehzahlanzeige, alles digital. Und wir sind jetzt auf der Sardinia C-Variante, also der Strecke C. Jetzt schauen wir mal, ob und wie die Strecke ist. Ich fahre jetzt zuerst mal gemütlich, weil ich kenne den Red Bull-Wagen auch nicht. Auf jeden Fall dreht der wie irre hoch. Wir haben schon wieder dieselbe Start-Ziel-Gerade, dieselbe Linkskurve, dann geht es wieder hier leicht rechts, leicht links und diesmal bleiben wir hier auf der Variante, das ist wie vorhin auch bei der A-Variante, allerdings biegen wir jetzt hier ab, beziehungsweise nee, eigentlich ist das auch noch wie vorher, nee, das ist jetzt hier abgekürzt, genau, das ist jetzt hier kürzer, diese Variante. Und eben leicht abgeändert zur A-Variante.
Genau, hier haben wir nämlich diesen Knick am Schluss wieder und wir sind schon wieder auf das Startziel. Also das ist wirklich eine extrem kurze Runde, also eine sehr, sehr kurze Strecke. Wahrscheinlich auch ganz gut zum Testen, denn man hat hier relativ viel geschwungene Kurven. Ja, und was soll ich zum Auto sagen? Der Red Bull, der geht ab wie ein Schnitzel. Ja? Der fährt wie ein Schnitzel. Liegt auch genauso gut auf der Strecke. Oh, und der hat natürlich Grip ohne Ende. Vor allen Dingen hat man das Gefühl, man hat eine Kurve verpasst und kann den Wagen aber trotzdem noch gut abfangen, weil er eben gute Bremsen hat. Und dafür schön beschleunigt. Er ist jetzt nicht so ein krasses Teil wie jetzt der Tomahawk, der SRT Tomahawk. Aber er ist zumindest gut fahrbar. Die Red Bulls waren sowieso schon immer gut fahrbar. Im Gegensatz zu den Tomahawks. Das muss man sowieso sagen. Aber bei dem, er bringt auch ein gutes Fahrgefühl rüber. Hat ganz leichtes Übersteuern, sehe ich gerade. Aber ansonsten, wie gesagt, viel Grip. Ich denke, hier mit bisschen Übung kann ich auf jeden Fall Vollgas durch diese Kurven schlendern. Und dann darf ich nicht verpassen, dass hier noch eine Kurve kommt, eine enge. Ja, macht Spaß. Also ich muss sagen, echt schöner, das ist so ein schöner Wagen. Fährt sich echt klasse. Da bin ich echt gespannt, wie der sich auch auf den klassischen bekannten Kursen fährt. Und auch der Kurs ist schön. Der ist auch erheblich einfacher und das ist auch so ein Kurs, vor allen Dingen jetzt der Mittelteil gefällt mir hier. Der Teil, den kennt man ja schon aus der A-Variante. Aber der Teil, der jetzt hier kommt, der gefällt mir besonders eben, wo es hier bergab geht. Und man hier einfach Vollgas runterstechen kann durch diese Kurven, hier durch diese geschlängelten Kurven. Das gefällt mir am besten hier. Das ist echt schön. Ja, und das ist es eigentlich schon von der C-Variante von Sardinia. Dann schauen wir nochmal ganz kurz in die Kampagne, in die GT League, denn es gibt da ein paar neue Veranstaltungen. In allen Klassen, soweit ich das sehe. Im Leichtgewicht Cup gibt es jetzt, genau, Goodwood und natürlich die neue Sardinia-Strecke. Klar, die haben wir ja gerade gesehen. In der Amateurliga haben wir nochmal Gruppe B-Wagen auf auch wieder neue Sardinia und auf komischerweise auf Colorado Springs. In der Profiliga haben wir in der Gruppe 1 auch wieder Sardinia mit dabei und zusätzlich auch Kyoto Driving Park. Und Langstrecke gibt es auch was Neues und da ist natürlich der neue Red Bull X2019 dabei und zwar auf Autopolis 30 Runden mit Treibstoff- und Reifenverbrauch. Dann, was ich euch zumindest noch kurz zeigen will, aber nicht machen werde. Die neue Streckenerfahrung, ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt jetzt die neue Streckenerfahrung, so wie üblich. Diesmal den Goodwood Motor Circuit. Ja, das ist die Strecke vom letzten Update. Das heißt, wir werden Sardinia wahrscheinlich auch in einem der nächsten Updates für die Streckenerfahrung kriegen, so wie immer. Also sprich, die Streckenerfahrung hängt ja immer so um ein Update nach. Goodwood, ja, relativ kurzer Kurs, aber der hat trotzdem in sich. Und das Letzte ist, es gibt noch ein paar neue Fotolocations für den Scapes-Modus. Und die nennen sich scheinbar Technik. Niedriger Winkel. Oh, das gefällt mir. Ich mag dramatische Kameraperspektiven. So, neue Perspektiven eben und neue Aussichten für den Fotomodus. Und das, meine lieben Leute, das ist es vom Update 1.4.0. Ein lohnenswertes Update, es ist sowieso kostenlos, ist ungefähr knapp 2 GB nur groß, nicht besonders groß. Und kriegt ihr sowieso als Update in eurem Spiel. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, hoffentlich war es hilfreich. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Und dann sieht man sich sehr gerne beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin,